Ausflug gegessen. Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Tag hat gestartet, richtig gut gestartet, denn ich habe mit Mariam durchgeschlafen, also ausgeschlafen. Momo ist mit, als ich aufgestanden bin, war Momo mit Medina gar nicht mehr da. Sie waren irgendwo draußen, haben ein paar Sachen erledigt, deswegen war es so ruhig. Und ja, jetzt frühstücken wir schon. Freunde, es gibt jetzt Essen. Es gibt ein bisschen Reste essen, weil wir müssen wieder einkaufen gehen. Auf jeden Fall Porridge gab es noch. Das habe ich gestern schon gemacht gehabt. Also das ist Overnight Porridge mit, das habe ich euch eh mal zu Ramadan gezeigt, wie man das macht. Ich habe mit ein bisschen Obst gedopt. Medina isst einfach von allem ein bisschen, weil sie mag das eigentlich voll alles. Ich habe einen Burrata-Salat gemacht, Avocado für die Kids, für Mariam unter anderem. Ein bisschen geschnipseltes Gemüse und Zucchini mit Ei. So, Freunde, ich habe mich ready gemacht und mich mit Wasser angepatzt beim Trinken. Ist egal. Auf jeden Fall, während ich mich ready gemacht habe, hat Momo schnell abgeräumt, sodass sich das alles ausging. Jetzt werden wir gleich losgehen. Ich werde noch schnell Mariam stillen und dann haben wir ein paar Sachen zu erledigen. Und mein Zweiteiler liebe ich. Ich liebe Zweiteiler. Und wir haben eh nichts so krasses vor. Und deswegen kann es chillig ruhig sein. Ich verlinke euch den. So, wir sind jetzt am Sackerl. Asiamarkt? Ja, wir haben vor, Asiamarkt zu gehen, Freunde. Die Kinder sind auch schon ready. Wir gehen wieder zu meiner Freundin in den Asiamarkt. Und let's go! Freunde, damit Medina mitmacht, habe ich ein paar Snackschnecken mitgenommen. Die sind jetzt schon zur Schneiderei los. Könnt ihr das hören? Ich glaube, man merkt, dass wir hier im 10. Bezirk sind. Auf jeden Fall, Momo, bei Momos Tasche ist so ein Reißverschluss rausgegangen, was voll schade ist, weil die Tasche ist eigentlich voll schön. Und bevor er sich eine neue Tasche kauft, möchte er mal einfach den Reißverschluss machen lassen. Ja. Asiamarkt erledigt, ich zeige euch dann die geilen Sachen. Ne? Auf jeden Fall hat uns auch für zu Hause wie immer was gefehlt. Und Leute, wir sind, bei uns fehlt jeden Tag irgendwas, deswegen wir haben schon Karte bei Hofer gemacht. Schön wäre es, wenn es sowas geben würde. Aber ja, wir sind jetzt ein paar Erledigungen machen. Hi, Baby. Dann, ja, was ist? Wie sind jetzt hier den neuen Einkaufswagen von uns? Den gibt es jetzt auch in Kindergröße für mich. Gott sei Dank, jetzt kann ich ein bisschen mit auffahren. Leute mit Kindern. Wir haben so gekämpft, wirklich um Kleingeld, um Leben gesucht, damit wir das bekommen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Leute, die Sonne scheint. Vorhin hat es gehagelt. Ich verstehe das Wetter nicht. Auf jeden Fall, Momo legt gerade Medina zum Schlafen hin. Mariam wird schon gewippt. Ich habe sie gestillt und sie ist eingeschlafen. Und ja, sie soll mal in der Wippe schlafen. Eigentlich wollen wir uns später mit seinen Schwestern treffen. Mal sehen, wann die Kinder aufstehen. Ich räume jetzt mal das. Den Einkaufswagen. Ihr müsst bedenken, Freunde, wir sind sehr motiviert, was Diät und alles angeht. Ja, überhaupt, nachdem wir dieses RF-School-Ding machen und eben weil der Sommer bald kommt, dementsprechend ist auch unser Einkauf. Salat, Tomaten, Fusilli, das muss sein, Freunde. Wir haben Kinder. manchmal muss es schnell gehen. Das fand ich richtig cool. Das gab es beim Hofer. Das sind so Protein-Wraps. Wie cool ist das? Das werde ich dann jetzt auch machen. Das gibt es dann zum Essen. Protein-Brot und Toastbrot. Richtig gut. Schmeckt ganz normal, Freunde. Also ich finde nicht, dass das einen Unterschied zum normalen Toast hat. Aber ist mit Protein. Ist gesünder. Eier haben wir uns gekauft, Ingwer, so Dosensachen, so vom Kidneybohnen und viel Kichererbsen, weil ich liebe Kichererbsen. Leute, wie geil ist das? Das ist einfach JDB, also OneLoG eigentlich, keine Ahnung, wie das jetzt eigentlich heißt. Das ist zuckerfrei, das haben wir nicht mal in China gefunden, das haben wir im Asien schon gekauft. Wir haben uns Proteinchips gekauft, wir haben sowas noch nie gegessen, wir wollen das mal probieren. Wir haben einmal Oriental und einmal, keine Ahnung, das schaut gut aus. Black Pepper and Salt schmeckt auch sicher sehr gut. Momo war sowas von dagegen, aber mich hat das so angesprochen, das will ich essen. Knoblauch in Rapsöl, würdet ihr sowas essen oder findet ihr das eklig? Er findet es eklig, ich finde es geil.
Bulldog darf natürlich nicht fehlen für den kleinen Hunger. Getrockneter Tofu, dann haben wir noch eben diese Snacks. Ich habe meine von meinen Eltern aufgegessen, Freunde, deswegen habe ich jetzt welche aus dem Markt mitgenommen. Meine Dumplings, ich bin ein bisschen verschnupft, sorry. Und das habe ich auch mitgenommen. Ich wollte das mal probieren, das sind so Reispapier. Wenn ich das mache, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt. Ist nicht so üblich bei Chinesen, sag ich mal. Aber ich bin mir sicher, ich werde was Geiles draus machen. Tofu, wie gesagt. Sojasprossen, Mozzarella, Cheddar für den Toast. Reis. Das ist so geil. Tempura. Shrimps. Nori-Blätter. Ja. Oh. Leute, Protein-Cookies. Keine Ahnung. Und ja, Sesamöl und mein geliebtes CeraVe habe ich endlich wieder in einer Apotheke gefunden. Und Mariam hat so irgendeinen Pilz auf der Zunge. Ich hoffe, mit dem können wir es behandeln. Ja, das war's. Ich räume das jetzt ein und mache nebenbei Essen. Ich mache auf jeden Fall Wraps. Ich habe das Fleisch jetzt schon angebraten. Und davor habe ich gewürzt und alles und dann angebraten mit etwas Pfefferoni. Für ein bisschen Schärfe. Gleich fertig. Ich werde das mit Tomaten, Zwiebel, ich habe eine Joghurt-Knoblauchsoße gemacht. Sicher geil. Und Salat werde ich reingehen und ich habe mich geschnitten. Es hat urweh getan, Leute. Medina ist außerdem aufgewacht, Leute. Mariam schläft zwar noch, aber ja, man weiß nicht wie lang. Wraps jetzt einfach mit den Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ich habe die Joghurtsoße noch nicht, nur so ein bisschen wenig reingegeben, weil ich mir denke, es ist sicher geil, wenn man das dippt. Und ja, mit denen habe ich auch eins gemacht, aber hier habe ich keinen Salat oder sowas reingegeben, weil das mag sie gar nicht. Ich habe einfach nur Fleisch bei ihr reingegeben und ich hoffe, das schmeckt ihr. Das hält richtig gut zusammen, Freunde, nachdem ich das jetzt noch in den Silex reingegeben habe, also in den Toaster. Pickt das sehr, sehr gut zusammen. Freunde, wir sind wieder zu Hause. Wir waren nur kurz bei der Schwester. Eigentlich mal so kurz, da ist noch ein bisschen Blut. Oh, Leute, mein Schnitt. Es ist sogar aufgegangen nochmal. Das hat richtig wehgetan. Noch ein bisschen fester und der Finger wäre ab. Ja, wir waren bei der Schwester. Wir haben ja schon zu Hause gegessen gehabt. Deswegen waren wir auch nur auf einen Tee dort. War aber richtig schön mit der Familie. Medina hat ja voll viele Cousins und Cousinen. Deswegen... ja, hatte sie auch ihren Spaß, aber jetzt ist schon wieder sehr spät geworden, deswegen müssen wir die Kinder Bett fertig machen. Kids, schlafen gelegt, Freunde. Ich werde jetzt noch, oh mein Gott, den Geschirrspüler ausräumen. Wir waren ganz fleißig und haben Sport gemacht und uns ist jetzt gerade so warm. Erstmal durchlüften. Und ja, damit wir ein bisschen runterkommen, werde ich den Geschirrspüler ausräumen, abschminken und dann geht's auch schon ins Bett, Freunde. Ein typischer Sonntag, Leute. Wir chillen noch so krass im Bett, wo ich schon Fußball spiele. Ja. Lass mir viel Zeit beim Aufstehen. Ich habe nur ein bisschen die Jalousie hochgemacht, damit man was sieht. Medina trinkt hier schon fleißig aus meiner Wasserflasche. Ich habe hier meine Wasserflasche über Nacht, weil ich bin mal so durstig in der Nacht. Mario ist auch hier. So, people, ganz ungewohnt, ich habe mich jetzt schon angezogen, Momo sollte dann demnächst schon vom Fußballspielen kommen, ich habe mich schon im Bad fertig gemacht und Freunde, ich habe euch ja, glaube ich, eher erzählt gehabt in einem YouTube-Video davor, dass ich meine Pflegeprodukte, dass meine Pflegeprodukte so lange ausverkauft waren, dieses CeraVe, das schäumendes Reinigungsgel verwende ich und das war wirklich lang bei uns ausverkauft und ich habe immer andere Produkte verwendet und ich merke einfach, dass ja, das CeraVe mein Produkt ist, weil ich habe gleich ein Pick, sieht man das überhaupt? Ich habe gleich Hautunreinheiten bekommen, aber Gott sei Dank habe ich es gestern noch gefunden und verwende das wieder. Aber ja, ich teste mich generell sehr gerne durch Pflegeprodukte. Ich habe Medina schon ein Brötchen gegeben. Ich habe mir gestern Overnight Porridge gemacht. Ich werde das jetzt dann essen. Ich werde Medina auch was geben. Das liebt sie voll. Und Leute, das ist voll tief. Das geht die ganze Zeit auf. Aber ich lasse es trotzdem ein bisschen an der Luft heilen, weil unter dem Pflaster wird es immer so eklig, finde ich.
Ja, jetzt esse ich schnell was. Leute, hier wurde schon vieles aufgegessen, aber das Essen ist richtig lecker. Mom und ich haben schon ein Dürüm gegessen. Wir haben ein Dürüm gegessen, Schnitzel und eine Nachspeise haben wir sogar gegessen. Ja, Momo holt jetzt wieder irgendwas. Und ja. Leute, Essen war zu krass ein bisschen. Wir haben so viel gegessen. Ich habe ein Dürüm, ein Dürüm mit und ein Adana. Nein, ich habe Dürüm und Adana noch gegessen. Also ein Döner habe ich gegessen. Dann habe ich Baklava gegessen. Ich habe Schnitzel gegessen. Ich habe... Oha, Medina hat Freunde gefunden. Medina findet hier gerade Freunde, Leute. Wir sind jetzt noch Eis essen, Leute. Wir haben uns aber alle Kugeleis bestellt, weil diese Kombinationen gefallen uns nicht so sehr. Wir sind mit der Familie von meiner Schwägerin. Und ja, alle haben bestellt, beziehungsweise sind da bestellt. Wir sind aber ziemlich viele, deswegen dauert es ein bisschen. Leute, das war ich vorhin. Ich vorhin im Auto. Und dann Momo, während ich geschlafen habe, ist einfach McDonald's gefahren. Und jetzt essen wir nochmal. Leute, wir haben heute reingehauen. Wir haben heute reingehauen. Aber seit wann gibt es McFlurry Lotus? Bitte, Leute. Boah. Leute, Medina hat das einfach von einer Frau auf der Kermis bekommen, geschenkt gekriegt, weil eigentlich gehört es ihrer Tochter. Medina hat das so sehr gefallen. Sie hat so geweint, als sie es nehmen wollte, deswegen hat sie es einfach geschenkt. Es gibt echt nette Menschen. Ja, jetzt wird die Reifen nur gewaschen, damit sie zu Hause damit rumfahren kann. Ja, das ist jetzt ihr neues Spielzeug. An die Dame, wenn du das siehst, danke. Wieder zu Hause, das war heute ein schwarzer Tag in unserer Diät, aber egal. Ich bereue gar nichts, es war voll lecker. Obwohl ich sagen muss, nein, das Lotus-Eis hat sich nicht gelohnt. Lotus-Eis war einfach echt schlecht. Das war einfach nur dieses 1 Euro Eis von McDonald's mit ein bisschen Lotus-Stückchen und das hat sich nicht ausgezahlt. Ja, Medina ist schon im Pyjama, Mom hat die Kids schon Bett fertig gemacht und sogar Maniküre gab es für die Mädels. Mariam hat sich gerade das erste Mal gedreht, Freunde. Sie hat sich selber umgedreht. Dieser kurze, schöne Moment, wenn die ganze Wäsche schon gewaschen wird und der Wäschekorb, die Wäschekörbe leer sind. Es gibt echt nichts Schöneres. Und Leute, Medinas Lieblingsspielzeug ist einfach dieser Puppenwagen geworden. Das ist ihr neuer Favorit. Nächste Baustelle. Ich glaube, ich habe zu viel von der Waschmaschine geschwärmt, denn sie ist undicht geworden. Ich weiß nicht, vorhin ist zu viel Wasser rausgeronnen beim Waschen. Keine Ahnung, bei der ersten Ladung war es nicht so, aber jetzt rinnt es voll. Oh. So Leute, ich habe mir jetzt noch, also die Kinder schlafen jetzt, ich habe mir jetzt noch schnell ein Porridge gemacht für morgen. Heute war ein schwarzer Tag in unserer Diät. Aber morgen geht es weiter, deswegen habe ich mir, ja. Habe ich mir das Frühstück für morgen vorbereitet. Ich benutze Sojamilch, Haferflocken, einen Esslöffel Chiasamen und Zimt. Das schmeckt richtig gut, Freunde. Und Doping nach Wahl einfach. Das verrühre ich gut. Und ja, das stelle ich dann so in den Kühlschrank. Dass die Haferflocken ziehen dann einfach diese Milch dann nämlich ein. Und sonst, Freunde, werde ich noch eine Ladung Wäsche aufhängen. Ich hoffe, unsere Maschine hat nichts Ernstes, weil das nervt zu sehr. Wir haben zwar Garantie drauf und alles, aber trotzdem. Pff, ihr wisst, was ich meine. Die Kinder schlafen auf jeden Fall. Momo schläft auch schon. Er muss ja morgen arbeiten gehen. Und ja, ich werde auch gleich schlafen gehen. Bin schon richtig müde und bin leicht angeschlagen. Meinen Finger geht es gar nicht gut, Leute. Wie gesagt, der Schnitt ist richtig tief. Ich hätte echt nicht gedacht. Ich habe mich echt lange nicht geschnitten. Und dann von der Tomate. Das ist echt peinlich. auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt dann auch gleich schlafen gehen. Was kann ich sonst so gegen Ende erzählen? Ja. Das Leben mit zwei Kindern ist natürlich nicht ohne, aber ich genieße alles. Mariam hat sich halt einfach gedreht. Ich kann es nicht glauben. Mit dem zweiten Kind ist man aber generell etwas gelassener. Bei Medina habe ich immer voll die Sorgen gemacht.
ob sie Sachen greifen kann, drehen kann, machen kann. Ja, wir machen, bin ich da viel gelassener. Wenn es kommt, dann kommt es. Wir haben jetzt mit Beikost begonnen. Funktioniert auch recht gut. Verträgt sie gut. Ja. Mann, wenn mit ihnen habe ich mir solche Sorgen immer gemacht. Dementsprechend ist sie auch drauf. Medina ist crazy too, wirklich, sie ist ja 2 Jahre alt einfach und dementsprechend setzt sie stark ihren eigenen Willen durch. Ja, das ist zurzeit mein Leben. Ich nehme euch sowieso jeden Tag mit und erzähle euch immer alles, deswegen bis zum nächsten Mal.